eines der ältesten Verfahren der Metallbearbeitung. Der Beruf des Schmieds hat eine Geschichte von mehreren tausend Jahren. Geachtet wurde der Schmied wegen seines Könnens und seines Beitrags zur Verbesserung der Produktionsbedingungen. Als geprüfter Huf- und Wagenschmiedemeister sorgte er in erster Linie dafür, dass die schweren Noriker Pferde ihre Arbeit auf dem Feld und speziell im Winter im Wald bestmöglich verrichten konnten. Er beschlug jedoch nicht nur die Pferde, er ergänzte immer auch den schon früher teuren Tierarzt. Bei der Hufpflege und bei kleineren Verletzungen oder Eingriffen, zum Beispiel einem Aderlass bei zu wilden Hengsten, machte er sich unentbehrlich. Der Dorfschmied stellte zudem Geräte für die Feld- und Waldarbeit her und hielt sie instand, meist in enger Zusammenarbeit mit dem im Ort ansässigen Wagner. Die Produkte reichten von Werkzeugen wie Schaufel, Krampen, Sapel über Schiebetruhe, Radelbock und leichte Leiterwagen bis hin zum massiven, schweren Holzschlitten.